Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Handgezählte 6098 Zuschauer im Sportpark am Lotterkreuz waren Augenzeuge des ersten offiziellen Montagsspiels in Liga 3 und auch Augenzeuge der Premiere des neuen Trainers der Sportfreunde Lotte. Matthias Mauksch hat das Zepter übernommen und will Lotte wieder erfolgreich in die Bahn bringen. Das erste Spiel gegen den SV Meppen ging ein wenig schleppend los. Wir beginnen schon in der 27. Minute. Die erste dicke Chance hatte Marius Kleinsorge nach Pass von Thilo Leugas auf den Elfmeterpunkt, wie man jetzt gleich schön sehen konnte. Normalerweise hätte er den Ball noch annehmen können. So verzog er aber deutlich. Christian Neidhardt hatte vor der Partie noch Sorge. Drei Verletzte. Bis hierhin konnte er allerdings durchaus zufrieden sein. Die 35. Spielminute. Luka Tankulic mit der dicken Freistoßchance. Und was für eine. Da fehlte nicht viel. Aus gut und gerne 30 Metern knapp den Pfosten gestreichelt. Zwei Minuten später. Meppen machte weiterhin Druck. Marius Kleinsorge mit der dicksten Chance. Pfosten nach Pass von Max Wegner. Das hätte es sein können. Die 42. Spielminute, einer der vielen Freistöße in dieser Partie. Maximilian Oesterhelwig macht das stark, aber Jérôme Gies noch stärker. Steht er im Tor für den verletzten Erik Domaschke. Klasse geflogen. Schöne Parade, schöner Freistoß. 0:0 also zur Halbzeit zwischen Lotte und Meppen an diesem wunderschönen Montagabend. In der zweiten Halbzeit war zu Beginn nicht viel los. Wir gehen schon in die 60. Spielminute und da kam Meppen wieder zu einer richtig dicken Chance. Aus der Distanz der Kapitän Martin Wagner, Steve Kroll, die Nummer 1 der Sportfreunde, parierte. Gute Flanke von außen und Wagner mit dem trockenen und satten Abschluss. Mauksch defensiv höchst zufrieden, die Null stand. Die Nachspielzeit in dieser Partie. Nochmal die Sportfreunde Lotte mit dem eingewechselten Jaroslav Lindner. Nochmal eine richtig dicke Chance, hier das Tor zu machen. Es sollte aber nicht fallen. Unter anderem, weil Jérôme Gies eine klasse Partie ablieferte. Blieb also am Ende in diesem Derby zwischen Lotte und Meppen beim 0:0. Dass wir einen Punkt mitgenommen haben, das war ja wichtig. Und dass wir nicht aufgegeben haben, nach vorne zu spielen. Und gerade bei dem Wetter war es schwierig für beide Mannschaften, dass wir an der ersten Halbzeit drauf aufbauen können. Und ja, jetzt mit dem Blick auf Osnabrück. Sie haben vor der Partie gesagt, die Null muss stehen. Heißt das im Umkehrschluss mit diesem Ergebnis 0:0, sind Sie zufrieden bei Ihrer Premiere? Ja, mit Sicherheit. Gerade das ist ja eine neu formierte Abwehr, eine neu formierte Mannschaft, dass man erstmal einen gewissen Basics einfordert. Das ist nun mal die Abwehrarbeit. Und dann hat man natürlich trotzdem noch das Bedürfnis, oder zumindest hier gerade in Heimspielen, die Chancen, die man sich geboten hat, gerade in der zweiten Halbzeit, ordentlich dann noch zu nutzen. Das war nicht der Fall, also müssen wir den Punkt leben. Keine Tore im ersten offiziellen Montagsspiel in Liga 3. Es war aber dennoch sehr stimmungsvoll und äußerst attraktiv.